Ich möchte heute über das Alter und unser Gesicht sprechen. Also, ich bin 47 Jahre alt und zum Glück noch nicht tot. Also, es ist, wie es ist. 47 ist eine super Zahl. Wie dem auch sei, jede Zahl war natürlich super. Aber nach einer gewissen Zahl gibt es gewisse Sachen, die auf uns ein bisschen mehr einwirken. Unter anderem die Gravitation. Es sagt alles leicht ab. Natürlich nicht nur im Gesicht, ja, das muss ich noch dazu sagen. Unsere Haut wird ein bisschen dünner und ist nicht mehr so elastisch. Und ja, was hat meine Oma gemacht? Sie hat natürlich das Wort Gesichtsyoga nicht gekannt. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen, weil sie war, ich würde sagen, bis 86 eigentlich wunderschön. Und sie hat immer gesagt, du Kleine, wir haben auch im Gesicht Muskeln. Also wir trainieren und machen alles für unseren Körper, aber was machen wir für die Gesichtsmuskeln? Normalerweise gar nichts. Und deswegen würde ich euch sagen, trainieren wir sie. Also vergessen wir nicht ab und zu. Ich würde vorschlagen, alleine diese Übungen zu machen. Also für einen super tollen Hals, da hilft fast nichts, machen wir mam, 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 mam. Es schaut relativ lustig aus, also vielleicht machen wir es alleine. Wenn wir einfach diese Partie trainieren möchten, dann machen wir A, O, U, X. Und das versuchen wir mindestens 5 bis 10 Mal pro Tag machen. Und damit trainieren wir unsere Gesichtsmuskulatur. Und wenn wir ein bisschen Maori-Krieger spielen möchten, ist auch super für den Hals, dann strecken wir die Zunge aus. Ich mache es wirklich nur einmal. Also, und dann spüren wir das auch im Hals. Also bitte, bitte trainieren wir nicht nur einfach unseren Bauch, Bein, Po, sondern auch unsere Gesichtsmuskeln und die Gravitation. Wir dann ein bisschen warten. Heute spreche ich über Augenringe. Und ich denke, das ist nicht ein Thema, was nur mich betreffen würde. Es ist halt so, man hat Augenringe und das ist auch wieder was ganz, ganz Normales, weil unsere Haut unter den Augen, also diese Partie hier, einfach viel, viel dünner ist und die Blutgefäße durchschimmern. Und wenn die nicht genug Sauerstoff haben und nicht genug Sauerstoff transportieren, werden sie dunkler, lila. Das kann passieren nach einer relativ heftigen Nacht, aber leider nach einem gewissen Alter kann das auch so kommen, wenn man eigentlich relativ brav im Bett lag. Okay, also wir wachen in der Früh auf. Was machen wir? Meistens Augenringe können natürlich durch Nikotin verursacht werden, viel Koffein, Stress, Computerarbeit, aber auch Eisen und Vitamin C-Mangel. Wenn sie aber plötzlich auftreten oder lange bleiben und dann sollte man mit einem Arzt darüber reden. Wenn nicht, also wenn sie nur ab und zu auftauchen, dann kalte Kaffeepads, dann würde ich sagen Quittengel, dann Leinsamengel oder schwarzer ausgekühlter Teebeutel, weil sonst wird es ein bisschen heiß. Und eigentlich kann dann der Tag beginnen. Und wenn es euch nicht hilft, dann sehr hübsch anziehen und einfach ablenken.